digitaler Bilderrahmen. Da denkt man schnell an diese alten Bildschirme mit SD- oder USB-Stick-Funktionen. NixPlay will diese mit dem NixPlay-Seed nun alt aussehen lassen und per Cloud-Funktion den digitalen Bilderrahmen neu erfinden. Ich habe den Bilderrahmen für euch getestet und berichte jetzt von meinen Erfahrungen. Viel Spaß! Der NixPlay-Seed kam in einem umfangreichen Lieferumfang zu mir. Neben dem stabilen Ladekabel, der Bedienungsanleitung und der Fernbedienung lag noch ein England- und EU-Brick dabei. Sehr schön. Nun kommen wir auch schon zu meinem größten Kritikpunkt. Die Einrichtung. Sie wäre so schön und einfach gewesen, wenn ich nicht bei zwei Geräten, einmal mein Testgerät und dann noch ein privat angeschafftes, denselben Fehler bei der Einrichtung gehabt hätte. Wenn ihr mein Unboxing gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass man bei der Verbindung zu unserem WLAN immer die Meldung bekommen hat, Web-Authentifizierung erforderlich. Nach der Bestätigung kam die Meldung wieder und das Gerät konnte einfach nicht fertig eingerichtet werden. Erst nachdem ich beide Geräte auf Werkeinstellung zurückgesetzt habe, funktionierte die Einrichtung problemlos. Leider trat aber dieser Fehler nach der Einrichtung auch wieder auf. Das Gerät musste dann neu gestartet werden. Ich hoffe, dass es nur an unserem Router, wir haben eine Fritzbox, lag und kein häufiger Fehler ist. Nach der Einrichtung des WLANs werden zwei Software-Updates installiert und danach erscheint ein Willkommensvideo. Nun wird man gebeten, sich auf dem Smartphone, per App oder auf seinem Desktop-Gerät einen NixPlay-Account zu erstellen und diesen dann mit dem Gerät per Seriennummer-Eingabe zu verbinden. Anschließend kann man das Gerät starten. Der NixPlay-Seed gefällt mir super vom Design und der Verarbeitung. Er wirkt wirklich sehr hochwertig, vor allem das Kabel ist stabil und dient gleichzeitig als Standfuß für den Rahmen, der übrigens horizontal wie vertikal aufgestellt werden kann. Die Rückseite ist in schuppenartiger Optik gefertigt und sehr schlicht. Ebenfalls auf der Rückseite sitzt der Lautsprecher und das Kabel, welches fest verbaut aus dem Rahmen hinausguckt, aber nach ca. 10 cm dann mit dem Netzstecker verbunden wird. Wem die Farbe schwarz nicht gefällt, kann noch zwischen Mango, Orange oder Maulbeere hellrot wählen. Insgesamt eine Top-Verarbeitung. Wie kriege ich nun meine Bilder auf den Rahmen? Dazu gibt es verschiedene Varianten. Erstmal erstellt ihr euch eine Playlist. Diese Playlist könnt ihr über verschiedenste Weise füllen. Insgesamt stellt euch NixPlay 10 GB Cloud-Speicher zur Verfügung. Das Gerät kann bis zu 5 davon darunter laden. Der Rest muss gestreamt werden. Die klassische Methode zur Befüllung ist natürlich der einfache Datei-Upload. Ihr könnt sonst eure Playlist über Social Media füllen. Dies geht über euer Facebook-Konto, Instagram, Flickr, Verizon-Account, Dropbox oder auch Google-Fotos. Bei Google Fotos und Dropbox könnt ihr sogar eine dynamische Playlist erstellen. Diese synchronisiert die Bilder automatisch. Wenn ihr also bei Google Fotos ein Album habt, in dem ihr oder die KI ein neues Bild hinzugefügt habt oder jemand was in die Dropbox geschmissen hat, wird dies automatisch in die Playlist hinzugefügt. Die Feature funktionieren wunderbar, vor allem aber die dynamischen Playlisten sind ein wirklich gutes Feature. Wie kriegt mein Freund oder Freundin ein Bild auf meinen Rahmen? Auch hier hat NixPlay ein Feature namens Friends eingebaut. Damit können eure Freunde euch nach Akzeptieren der Freundschaftsanfrage Bilder schicken. Dies geht aber nur mit der App. Andersweitig könnt ihr eure Freunden auch eine E-Mail mit den Bildern an eure NixPlay-E-Mail schicken. Diese werden dann automatisch vom System an den Bilderrahmen weitergeleitet. Die E-Mail besteht aus dem Nutzernamen und dann @mynixplay.com. Ihr könnt euch auch am Computer ein Cloud-Album erstellen und dies über die App an eure Freunde schicken. Einzelne Bilder sind aber auch möglich. Dieses Feature kann sehr hilfreich sein, sollte das Gerät ein Geschenk zum Beispiel an die Oma sein, die vielleicht nicht sich sehr gut mit Technik auskennt. Auch dies funktioniert richtig gut und hat keine Probleme in der Testphase aufgewiesen. Die Software. Auf dem Gerät läuft eine veränderte Version von Android. Diese bietet viele Einstellungsmöglichkeiten wie Wiedergabemodus, Übergänge, ob Uhrzeit und Datum angezeigt werden sollen, Intervalle wie Ruhemodus oder wie die Bilder angezeigt werden sollen, ausgefüllt oder angepasst. Bei letzteren hätte ich mir einen automatischen Modus gewünscht, bei Hochkantbildern angepasst und bei horizontalen ausgefüllt. Was auch super funktioniert, ist der Bewegungssensor. Dieser erkennt, wann ihr an dem Gerät vorbeiläuft und das Gerät dann aus dem Ruhemodus holt. Die Zeit bis zum Ruhemodus könnt ihr auch direkt bei der Einrichtung oder später auf dem Gerät oder in der App einstellen. Die Software auf dem Gerät bietet viele Einstellungsmöglichkeiten. Wegen des Bugs konnte ich mich aber nicht wirklich gut mit der Software auf dem Gerät anfreunden. Dafür aber umso mehr mit der App. Diese ist wirklich schön und übersichtlich gestaltet und bietet fast alle Einstellungsmöglichkeiten wie die Web-App und die Software auf dem Gerät.
Damit könnt ihr euren Bilderrahmen auch von unterwegs aus steuern. Ihr habt dieselben Möglichkeiten, eine Playlist zu erstellen wie am PC und könnt auch die Fernbedienung simulieren. Das Display ist schön hell und spiegelt auch nicht. Insgesamt ist die Performance wirklich gut und die Software ruckelt nicht. Die Fernbedienung hat alle Tasten, die sie braucht und ist eigentlich selbsterklärend. Ab und zu könnte die Erkennung noch ein bisschen besser sein, aber im Großen und Ganzen macht sie, was sie soll. Der NixPlay Seat in der normalen 10 Zoll Variante kostet 150 Euro. Eine Variante mit einem 2K Display kostet 220. Die 13 Zoll Variante kostet 210 Euro. Ich finde den Preis für die 10 Zoll Variante gerechtfertigt, da er wirklich hochwertig verarbeitet wurde und für mich die Features wie die Cloud-Integration wirklich gut gelungen sind. Den NixPlay Seat kann man bei Amazon oder bei NixPlay selbst erwerben. Fazit: Der NixPlay Seat hat es für mich geschafft, den digitalen Bilderrahmen neu zu erfinden. Durch eine hochwertige Verarbeitung und gute Integration von den Cloud-Features überzeugt der NixPlay Seat in meinem Test. Bis auf ein paar Software-Macken kann man hier also beim Kauf nichts falsch machen. Der NixPlay Seat eignet sich vor allen Dingen als Geschenk, da er durch seine Software einfach zu bedienen ist. Für einen Preis von 150 Euro ist der NixPlay Seat zwar nicht billig, aber sein Geld wert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.